Ja, Clamento war's. Genau, und dann... Hey! Doki, du warst schon lange nicht mehr da. Was führt dich her? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Du hast so viel für mich getan. Ich tue dir jeden Gefallen. Kannst du den Feuerrubin... kennst du den Feuerrubin, Jaffa? Was, den Feuerrubin natürlich kenne ich, denn mein Lehrer hat ihn gemacht. Wirklich? Ja, der Rubin war wirklich ein Kunstwerk. Ich erinnere mich ganz deutlich an ihn. Könntest du den Feuerrubin neu schaffen? Was? Aber ich bin bei weitem nicht so geschickt wie mein Lehrer. Ohne den Rubin werden zwei... Länder, die gerade dabei sind, Frieden zu schließen, sich wieder vereinen. Ja, na aber... Warum versuchst du es nicht einfach, mein Liebling? Aber ich... Du hast mir immer gesagt, eines Tages würdest du besser sein als dein Lehrer. Ich weiß, aber... Warum versuchst du es dann nicht einfach? Bitte. Schon gut, ich weiß zwar nicht, was dabei rauskommt, aber ich werde mein Bestes geben. Vielen Dank. Es ist unmöglich, einen Rubin dieser Größe aufzutreiben. Was soll ich stattdessen nehmen? Rotes Glas tut es auch. Gut, ich fange sofort an. Okay. Dim, 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 dim. Hallo. Ihr habt Glück, ich bin gerade fertig geworden. Na, ja, das ist wundervoll. Er sieht echt genau wie der echte aus. Ich kann nicht glauben, dass du dass du ihn aus dem Gedächtnis nachgebildet hast. Wenn du den Feuerrubin einmal gesehen hast, vergisst du es nie wieder. Er ist nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das reicht auch vollkommen. Jetzt ist alles in Butter. Danke. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Nochmals danke. Feuerrubin erhalt ihn. Nice. Gut. Genau, so mussten wir das machen. Genau. Ich weiß aber gar nicht, wie man darauf kommen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf gekommen bin. Ich glaube durch ein Video oder so. Weil ich das Projekt gleichzeitig bei einem damaligen Let's Player noch geguckt habe. Und der hat das auch so gemacht. Na, 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 ha. Dim, 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 dim. Ich möchte dir dies geben. Das ist ja, wie hast du es bloß geschafft? Es scheint zu klappen, Doki. Darf ich den Rubin wieder haben, wird alles gut werden, da bin ich mir ganz sicher. Nein, das wird nicht funktionieren. Hast du es bemerkt? Ja, das scheint lediglich ein Imitat zu sein, oder nicht? Eine Imitation, oder? Sieht aber aus wie der echte Feuerrubin. Ja, aber auf den ersten Blick, schau mal genau hin. Ihm fehlt das Feuer des echten Rubins. Ja, es tut mir leid, dass ich gedacht habe, du würdest... Da brauchst du nicht entschuldigen, ne? Ich hoffe, die Zeremonie wird friedlich und erfolgreich ablaufen. Nimm bitte an der Zeremonie teil. Du hast Auralia schließlich gerettet. Jo, machen wir. Nimm bitte den Feuerrubin als Beweis unseres Willens, mit deinem Reich Frieden zu schließen. Das ist also der sagenhafte Feuerrubin. Ein wirklich schöner Stein. Der Feuerrubin, endlich gehört er mir. Hä? Das ist doch nicht der Feuerrubin. Was? Prinz Leon, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich würde das Spiel nicht durchschauen? Ich will keine Ausreden hören. Wenn Danubia will, dass Auralio ganz schnell einnehmen... Kann es Auralio ganz schnell einnehmen? So. Hör mit dem Unsinn auf, Mutter. Prinzessin Thea. Prinz Leon ist mit dem echten Rubin in unser Land gekommen, meine Güte. Aber er wurde ihm geklaut. Wenn sich jemand dafür schämen muss, dann wir, Mutter. Meine Güte, stimmt das wirklich? Jeder hier im Schloss weiß darüber Bescheid. Nur du und Vater wissen nichts darüber. James, schicke die Soldaten aus und lasse sie nach dem Feuerrubin suchen. James! Oh, wo steckt er bloß? James ist schon seit einigen Tagen spurlos verschwunden, Majestät. Was? Wo zum Teufel ist er nur hingegangen? Man sagt, einige Leute haben ihn nach Norden laufen sehen. Nach Norden? Na, was will er denn dort? Dort sind doch nur schreckliche Monster, Bestien und Dämonen. Ich weiß leider auch nicht, Majestät. Schickt sofort jemanden in den Norden, der im Norden nach dem Rechten schauen soll. Ja, Majestät. Das machen wir doch auch gleich. Mein Gott, was geschieht nun? Ich werde die Zeremonie nicht weiterführen, wenn der Feuerrubin nicht da ist. Bitch! Entschuldige, Prinz Leon, Sie waren nicht immer so.
Ich weiß, dass es nicht eure Schuld, dass es nicht ihre Schuld ist. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Prinz Leon. Wir müssen den Feuerrubin unbedingt finden. Da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Ich wollte einen Schluck Kaffee trinken, Mann. Vater. Wenn die Königin erst einmal sauer ist, dann geht man ihr besser aus dem Weg. Machen wir. So, dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt den Feuerrubin. Denn der ist jetzt in der Höhle des im Norden, da wo wir eben auch schon einmal waren, aber wo wir nicht weiter durften. Och Mensch, ihr doofen Meduse. Nee, nicht Meduses. Was sind denn das? Wie hießen die so Viecher? Ich weiß es nicht mehr. Na 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 na. Keine Tengus bitte. Mann, warum sind die denn so schnell? Warum wurden zweimal Seelam angegriffen? Mann. Hallöchen. Na? Besiegen wir mal die Krabben. Die Garbost. Okay. 80 Damage. Ah, es geht. 60 Damage. Wow, OP. Mann, bist du stark, Lexis. Wir hätten vorher noch den Schrauber gebrauchen können, ne? Fällt mir gerade so auf. Damn. Na, na. Na, 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 na. Lex ist auf jeden Fall schneller als Doki. Besiegt. Schöne Sache. Wert ab. Okay. Dam, Tim. Faust. Oh, macht schön Damage, Alter. Ja. Hey, ich hab doch hier oben den Fleck gesehen. Zack. Tim, 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 Tim. Wüstenrose. 99 Damage. Ist okay. Oh Mann, ey. Lexis braucht auf jeden Fall eine neue Waffe. Warum hatten wir denn nicht mehr... Oh Mann. Ich hätte das S-Dog nicht kaufen dürfen. Dann hätte Lexis den Schrauber bekommen können. Schade. Wow, 103... Alter, bist du... Also, ne? Haru, du bist echt ganz schön stark geworden, ne? Heieiei. Wir lassen das mal oben. Was ist denn hier hinten? Gucken wir erstmal. Oh Mann. Böse Krabbis. Okay, Moment. Das ist gar nicht mal so schwer, das Rätsel. Säule hinschieben, dran vorbeigehen. In die Tür. Na, 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 na. Na, 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 na. Dum, dum. Ja. Okay, ich sollte aufhören mitzusingen, wenn meine Stimme sowieso am Abkacken ist. Überraschungs-, was? Okay. Na, 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 na. Dum, 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 dum. Feuerblocker. Ja, ist okay. Switchen. Lexis ist unterlevelt, aber... Ups. Aber übel. Angriff. Machen wir mal einen Satanbiss. Machen wir mal... Oh, Flamfluss. Flamfluss dürfte stark sein, ja. Auf jeden Fall. Dim, 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 dim. Na, na, na. Na, 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 na. Satanbiss war auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Okay, der ist jetzt auf jeden Fall besiegt. Schöne Sache. Und die ist auch besiegt. Nice. Gut, 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 gut. Zack. Ich will nicht gegen diese Pflanze kämpfen irgendwie. Kein Bock auf diese Pflanzen. Eigentlich auch null auf diese Medusas, aber okay. Medusa, Medusa und was ist das? Ramia, okay. Mit Rama-Soße am besten noch. Mh, lecker. Dim, 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 dim. 79 Damage, ui. Ich habe irgendwie erwartet, dass dieser Minne-Gesang irgendwie so ein Insta-Dash ist oder so. Genauso wie bei Pokémon Abgesang oder wie das heißt. Ich weiß nicht mehr, wie die Attacke heißt. Schöner Crit. Besiegt, nice. Schöne Sache. Erstmal hier hochgehen. Hier runtergehen.
Okay, das bringt, wie es aussieht, nichts. Irgendwie kommen wir dahin. Irgendwie. Wissen nicht wie. Will ich gegen... Ja, komm, ich will gegen die Mumien kämpfen. Flammenfluss. Nice. Easy. Easy. Oh, schönes Damage. Von Doki. Oh, von Guy auch. Dim, 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 dim. Dim. Wir klatschen diese Mumien weg. Wow. Zack. Das macht eine Treppe, okay. Wie komme ich da? Ich glaube, da werde ich irgendwie hingeportet, oder? Ich hab's im Urin. Wir ziehen uns mal hier rüber. Ah! Ah, okay. Okay. Das ist hier eine Erhöhung. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich zugeben. Okay, dann hier runter. Okay. Genau, jetzt können wir hier rüber. Okay. Hier hin. Zack. Okay, wir müssen eine Bombe legen. Hat gerade echt die Pflanze für mich den Dings betätigt, den Schalter, geil. Warum? Stahldornen in U2? Wurden was? Hochgefahren oder runtergefahren? Ich hab's nicht gelesen. Nein! Mhm. Überraschungsangriff auch noch. Okay, wow. Das macht sogar mehr Damage als erwartet. Und wir machen ja so in dieser Konstellation gar kein Damage an dem Viech, Alter. Heilige Kacke. Ah, okay, so kommen wir also. Okay. Jetzt geh auf. Danke. So kommen wir also hier hin. Eine Glasbrücke ist entstanden. Okay. Moment, die ist dann da hinten wahrscheinlich entstanden. Okay. Ah, okay, jetzt können wir da aber nicht mehr hin. Dann gucke ich trotzdem mal so nach, ob das hier ist. Ja, ist... Oh, verdammt. Ich wollte... Oh. Ich habe darauf gar nicht geachtet, dass das Viech gerade bei mir ist. Nice. Und es ist arschwarm in meinem Zimmer. Schon wieder. Meckerspielen steht in jedem Part rum. Nein, im letzten Part nicht. Da wir jetzt schon 33 Minuten aufnehmen. Ich könnte auch diesen Part einfach Part... Keine Ahnung. Wie viel sind wir jetzt? 36, glaube ich. 37? Irgendwie so. Dann Part... Wow. Alles am Stück hochladen, also die ganzen vollen Minuten, die ich hier aufnehme. Dann einfach den Part so... Part 41, 42, 43, 44 und so nennen. Oder Part 41 bis 46, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir sind jetzt, glaube ich, bei 36, wenn ich mich nicht irre. Aber wir sind relativ weit eigentlich. Ich habe gar nicht erwartet, dass wir so weit kommen in der kurzen Zeit. Eigentlich. Aber... Egal. Oh, nicht schon wieder Krabben. Na! Ah! Mann, wieso gibt's denn hier von euch so viele? Nee. Angriff, Angriff. Oh, warte, Flammfluss. Er kann Glutball. Er kann Helfer zumindest, ist cool. Und Stärke kann er auch, das ist schön. So, die Krabbe ist besiegt. Der Glutball besiegt hoffentlich die rechte Krabbe. Ja, doch. Ja, nice, okay. Jetzt kommt... Ja, jetzt kommt Guy. Und jetzt nochmal... Oh, dein Ernst? Warum wärst du denn ab? Hättest du nicht abgewehrt, Haru, dann wäre diese Krabbe schon besiegt gewesen. Mensch, 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 Mensch. Zack, so. Zack. 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 War jetzt nicht so schwer. Oh, gut, ich musste nicht gegen diese Medusas kämpfen. Zornschärpe, okay.
haben wir eigentlich? Ne, wir haben kein weiteres Item gefunden. Zornschärpe. Was macht die? Reduziert die Abwehrkraft des Gegners um ein Achtel. Ist auf jeden Fall sowieso von den Stats her besser als das vorherige Item. Also von daher ist doch alles schön. Es war mir so klar. Nein! Drecks, hups, was habe ich gemacht? Zack, 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 zack. So. Vorspulen. Ich habe ja gesagt, die normalen Kämpfe spule ich meistens. Vor allem bei solchen Gegnern, die sind einfach so easy. Das ist einfach nichts. Ein Flederstein gefunden. Okay. Ah, Auge. Schöne Sache. Wie bekomme ich den runter? Vielleicht einfach nochmal kämpfen gegen diese Mumie? Okay, bei allen Gegnern muss ich jetzt nicht vorspulen. Ich gucke mir gleich mal den Flederstein übrigens nochmal an. Da der ja eigentlich... Hatten wir den schon mal? Ich weiß es nicht. Okay, Moment. Der kommt, wie es aussieht, irgendwie anders runter. Der Schalter da oben. Flederstein, macht die Bewegung hoch um 5. Senkt um 3, um 10. Ah. Nee, ist schlecht. Brauchen wir nicht. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, Auge. Stahldorn in U2. Verschwunden. Scheiß Fliege. Oder Mini. Nee, das war eine Mücke sogar. Nein, ich habe schon wieder eine Mücke in meinem Zimmer. Nicht dein Ernst. Ah, Moment. Moment. Zack. Zack. Nee. Mal kurz hier runter. Anschießen vielleicht? Nee. Ah, Moment! Hier rauftreten. Zack. Rüberschieben auf die andere Seite. Hier rauf. So machen. Schlüssel nehmen, okay. Wie komme ich da jetzt rüber? Wenn ich mich da... Was macht... Hä? Moment, wie komme ich da jetzt rüber? LOL! Okay. Ha. Interessant. Mensch, Mumie, geh doch nicht auf den Nerven. Ich will doch nicht gegen euch kämpfen. Mensch, ich will euch doch nicht töten. Ihr seid so süß. So süß. Geh weg, Vampir, geh weg. Geh einfach weg. Dich mag keiner. Keiner! Okay, euch eigentlich auch nicht. Nein! Ah, abgekommen. Abgehauen, schön. Zack, zack, zack. Ich weiß immer noch nicht, was an diesem Rätsel so schwer sein sollte. Mann! Es gibt hier eindeutig zu viele Gegner. Seelan. Ein Krebsstein, schön. Es gibt hier wirklich eindeutig zu viele Gegner. Das ist genauso wie bei Pokémon. Momentan. Da gab es ja auch zu viele Gegner in dem Tumultwald. Oh Mann. Pflanze, geh weg. Danke. Runter. Nice. Och nein. Meuchler.
Ich habe irgendwie mehr Schaden erwartet. Gerade an Seelan. Ah, Kaffee. Lecker. Und ich habe auch von uns ein bisschen, bisschen mehr Schaden erwartet irgendwie. Aber okay. Das dauert mir zu lange, Leute. Das dauert mir zu lange, wenn ich hier jetzt... Geht das nicht? War das nicht mal, wenn man A gedrückt hält? Dass der automatisch angreift? Nein, war es nicht. Okay. Oh, wir machen eindeutig viel zu wenig Schaden. Ah, okay.